Kurz vor dem Finale, diese DSDS-Kandidaten fliegen raus. Die Finalisten stehen fest. In der dritten Liebeshow mussten die DSDS-Kandidaten noch einmal so richtig Gas geben, die sechs Nachwuchstalente kämpften bereits um den Einzug ins Finale. Unter dem Motto Alt und Neu standen die Superstar-Anwärter dabei sogar gleich zweimal auf der großen Bühne. Für zwei Gesangstalente hat sich der Traum von der großen Musikkarriere aber bereits ausgeträumt, Lukas Otte, 20, und Mia Gusik, 25, wurden vom Publikum rausgewählt. Kefjuror Dieter Bohlen, 64, hatte es bei der gut aussehenden schon geahnt. Ich glaube, du wirst hier stehen und zittern. Und tatsächlich konnte die gebürtige Slowenin mit den Schlagerhits Schöner fremder Mann und Herzbeben nicht überzeugen. Und das, obwohl Musse T. 51, die Kellnerin schon als zukünftige Konkurrenz für Helene Fischer, 33, gesehen hat. Auch bei dem singenden Pfadfinder waren die Zuschauer offenbar ganz auf der Seite des Pop-Titans. Seine Bewertung von Version des Hits Kastler und Hill war geradezu vernichtend, die beiden Strophen waren ein Desaster, und wenn man die Strophen nicht singen kann, sucht man sich lieber eine andere Nummer. Die Kandidaten Michael Rauscher, 20, Michel Trug, 26. Janina El Agoui, 30, und Maria Wegener, 16, hatten da mehr Glück. Sie hatten nicht nur die Jury auf ihrer Seite, sondern offenbar auch eine Menge Fans und haben es alle bis ins Finale geschafft.